Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mount Guide Video präsentieren. Heute geht es um diese schicke goldene Hand. Ich hatte euch ja schon die silberne Version davon vorgestellt, wo wir uns so ein bisschen durch die Kisten von den Events hier im Schlund geprügelt haben und jetzt einmal die goldene Variante. Diese goldene Variante gibt es über ein kleines Rätsel und zwar müssen wir für dieses Rätsel insgesamt 5 Ringe finden und diese 5 Ringe müssen wir diesem kleinen Händchen anstecken und sobald wir das getan haben, bekommen wir eine Quest und über die Quest bekommen wir dann das Mount. Hört sich einfach an, ist es prinzipiell auch, wir müssen aber einiges tun, um diese Ringe zu bekommen. Da gibt es dann immer verschiedene Materialien, die wir brauchen, die wir zusammensuchen müssen hier im Schlund und dementsprechend ist das schon ein bisschen zeitaufwendiger. Wir müssen auch ein paar Rares umhauen. Bei manchen Sachen würde ich empfehlen, dass man eine Gruppe sich holt. Ich habe mit einem gut equippten Tank tatsächlich alles solo machen können, aber wie gesagt, mit einer Gruppe seid ihr bei dem einen oder anderen Rare vielleicht doch besser aufgestellt und ein paar mehr Spieler erleichtern das Ganze erheblich. Wir müssen unter anderem auch in die Rift-Phase. Falls ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert, zeige ich das natürlich auch im Laufe des kleinen Guides. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das Mount nochmal ein kurzes Stück genauer an. Wir move noch einmal. Ihr seht, es läuft auf diesen kleinen Fingern quasi. Und dann haben wir auch ein schönes Mount-Emote. Hier ein bisschen Hände schütteln. Ich weiß nicht, ob es ein Würfeln ist oder ob es Steinschere Papier, ne? Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Ringe an, wo wir die kriegen, beziehungsweise wo wir dann das Mount an sich herbekommen. Dann schauen wir uns den ersten von den 5 Ringen an. Und zwar ist es Nilgimaths Steinring. Und diesen Steinring können wir nur zusammenbauen, wenn wir 4 Fragmente sammeln. Und diese Fragmente bedingen eine Invasion, eine bestimmte. Und zwar haben wir hier die Necrolord-Invasion bzw. Necrolord-Angriff. Diesen Necrolord-Angriff haben wir nur alle 2 Wochen für 3,5 Tage. Heißt, ihr müsst da so ein bisschen abtimen, wann das ist. Alle anderen Steps fürs Mount könnt ihr egal wann machen. Nur diesen einen Step, da braucht ihr tatsächlich diese Necrolord-Invasion. Die Necrolord-Invasion ist wie gesagt 3,5 Tage lang. Die Invasionen starten immer mittwochs mit Server-Reset und gehen bis zum Samstag 21 Uhr und ab Samstag 21 Uhr bis wieder zum Server-Reset ist dann eine andere Invasion. Es sind insgesamt 4 Invasionen, heißt der Zyklus ist halt alle 2 Wochen, die man quasi dann braucht, um einmal Kyrianer, Necrolord, Nightfee und Ventia durchzuhaben und dann kommt halt dann wieder die Necrolord-Invasion. Heißt da ein bisschen drauf achten, wenn die da ist. Wenn ihr dann diese Necrolord-Invasion habt, braucht ihr noch eine weitere Voraussetzung und zwar eine Quest, die es bei dieser Necrolord-Invasion gibt und die schimpft sich einen Plan zusammenstellen. Für einen Plan zusammenstellen müssen wir hier für Mechanikos verschiedenste Teile sammeln. Und wenn wir das Ganze gemacht haben, abgegeben haben, steht hier ein überladener Centurio. Und diesen brauchen wir für unsere Teile. Warum brauchen wir den? Erstmal kommen wir mit dem relativ einfach auf die Mauern rauf. Das könnt ihr auch mit dem Gripplehook so machen tatsächlich. Aber wir kriegen, müssen da was zerstören, was wir nur mit dem Centurion zerstören können. Und dementsprechend ohne den könnt ihr nicht alle Teile sammeln. Heißt, macht keinen Sinn, die anderen Sachen zu sammeln, wenn die Necrolord-Invasion nicht dort ist. Sonst könnt ihr das letzte Puzzlestück nicht besorgen. Gut, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wo der Typ ist. Also der Centurion ist hier 3763. Wie gesagt, ihr müsst erst die Quest hier machen, sonst wird er nicht freigeschalten. Wir steigen jetzt mal ein und jetzt müssen wir 4 Teile zusammenkriegen. Zwar heißen die immer Viertel eines uralten Rings. Ihr seht es, die heißen alle gleich, haben aber unterschiedliche Symbole. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wo die sind. 3 habe ich schon im Inventar, ein viertes brauchen wir insgesamt. Wir laufen jetzt hier rein und hier unten auf den Koordinaten 35, 69 haben wir ein Bruchstück. Und dieses Bruchstück ist in einer Kiste drin. Und zwar heißt diese Kiste schlundgebundene Kiste. Das sind große lila Kisten, die könnt ihr jeden Tag looten. Bei mir war es eigentlich gleich in der ersten drin. Mit dem Konstrukt habt ihr übrigens hier eine Fähigkeit, Fähigkeit Nummer 3. Da könnt ihr dann einfach hier diese, diese Mauern hochspringen. Und die Kiste ist dann genau hier. An der Stelle, die könnt ihr einfach looten, easy. Ihr werdet sehen, dass hier noch mehr Kisten sind. Wenn ihr diese Kisten seht auf den Mauern, lootet die, denn es gibt verschiedene Bruchstücke, die quasi aus allen Kisten rauskommen können
Und zwar hier das untere, was ich habe, Viertel eines uralten Rings, also das quasi so aussieht, das kann aus jeder von diesen Kisten rauskommen. Die sind hier auf der Mauer oben, als auch da drüben auf der Mauer oben. So, dann haben wir damit schon mal grob zwei Teile erklärt. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 30, 55. Da müssen wir jetzt einmal hier ein bisschen über die Mauern rüber. Dann sind wir an dem besagten Spot hier oben. Hier kann man einfach wieder von unten über die Mauern rüberspringen. Und hier oben stehen dann auch wieder verschiedene Kisten. Wie gesagt, für das eine Fragment, was wir ja hier unten schon haben, können das eigentlich aus jeder Kiste rauskommen. Diese eine Kiste, die dann hier hinten ist, dort droppt uns eine Quest raus. Und jetzt wird es nämlich interessant, warum wir auch dieses Konstrukt unbedingt brauchen, weil bis jetzt, um die anderen Kisten aufzumachen, können wir über den Greifhaken auch hochkommen. Das ist kein Problem. Wenn wir nämlich hier aus dieser Kiste quasi die Quest bekommen, und zwar schimpft sich die Aufräumen an den Mauern, dann ist es so, dass wir hier 6 Sachen zerstören müssen, und das sind diese Pylonen hier. Und die kann man nicht angreifen, also normalerweise nicht angreifen, außer man hat dieses Konstrukt hier, ja. Und wenn man mit dem Konstrukt quasi dann seine Fähigkeiten ziehen, kann man die kaputt machen und damit kann man die Quest beenden. Und was droppt bei dieser Quest, beziehungsweise was gibt es da als Belohnung? Ja, selbstverständlich, wir kriegen hier wieder ein Viertel des uralten Rings. Heißt, das brauchen wir auf jeden Fall, um dementsprechend hier dieses Viertel zu kriegen. Und dann ist ja jetzt noch ein fünftes offen. Also zwei haben feste Positionen, die ich euch eben gezeigt habe. Also zwei, beziehungsweise das kriege ich von der Quest jetzt fertig. Eins droppt aus jeder Kiste. Und das letzte von den Dingern bekommt ihr von einem Mob, der hier in der Festung rumrennt. Und zwar schimpft sich dieser Mob wahnsinniges Schlundkonstrukt. Und dieses wahnsinnige Schlundkonstrukt, das taucht immer dann auf, wenn ihr quasi eins von diesen anderen Teilen aus den Kisten rauslootet. Ich weiß jetzt nicht, ob es aus der Quest auch proggt. Das rennt dann hier einfach in der Base rum. Den Typen, den ich gefunden habe, der ist quasi einfach hier im Kreis gerannt. Der war tatsächlich dann auch neutral. Als ich ihn angegriffen hat, ist er einfach weiter weggelaufen und ist halt durch alle Elite-Mobs durch. Also ist ein bisschen nervig. Den muss man einfach umboxen. Hat, glaube ich, 60-70k Leben. Und dann kriegt man quasi dieses Teil hier auch wieder ein Viertel des uralten Rings. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Ganze abgeben muss. Ah ja, hier aufräumen auf den Mauern müssen wir unten abgeben. Und sobald wir das abgegeben haben, können wir unsere 4 Viertel zusammenpacken und die dann einmal umschmieden. Und das zeige ich euch gleich, wo das dann stattfindet. So, dann sind wir jetzt an dem Spot, wo wir das Zeug umschmieden können. Ich habe die Quest abgegeben und dann das auch schon umgewandelt. Und zwar sind wir hier an den Koordinaten 36, 43, neben dem Named Mob hier an der Seelenschmiede. Und wenn ihr diese 4 Items habt und die hier neben der Seelenschmiede anklickt, dann bekommt ihr Nigalimats Steinring. Und das ist schon mal der erste von insgesamt 5 Ringen, die wir brauchen. Dann kommen wir zum zweiten Ring. Und zwar ist es Nigalimats Silberring. Und für diesen Silberring müssen wir eine Kiste öffnen. Aber um diese Kiste öffnen zu können, brauchen wir erst 4 Schlüssel. Diese 4 Schlüssel heißen alle gleich Silberbrecher-Schlüssel. Und diese können wir im oberen Teil vom Schlund ergattern. Das ist etwa hier. Und dort gibt es verschiedene Quellen. Den ersten Schlüssel können wir von einem Rare bekommen. Ylva, Gefährtin von Guam, schimpft sich die. Die spawnt hier bei den Koordinaten 65, 41. Ist ein Rare-Mob mit ein bisschen mehr Life. Da sollte man schon eine Gruppe haben. 5 Mann sollten es auf jeden Fall tun. Die Spawnzeit ist tatsächlich ein bisschen länger. Aber da gibt es immer mal wieder auch Gruppen im Tool. Da einfach mal ein bisschen suchen. Und ja, da findet man eigentlich relativ gut was. Jetzt ist bei mir ein bisschen spät, I don't know. Ah, sogar ist sogar eine Gruppe drin. Wir können hier mal reinjoinen, dass ich euch die zeigen kann. Dann den zweiten Schlüssel können wir von allen möglichen Mobs kriegen. Also ihr seht es, da steht sie vor mir, fast 1,4 Millionen Life ist doch schon relativ viel, würde ich behaupten. Übrigens, der Schlüssel droppt nicht bei ihr direkt, sondern sie droppt ein grünes Item und das schimpft sich fütternde Hand mit Schlüssel.
Und ja, das ist einfach eine Geschichte, die man aufmachen kann und da ist der Schlüssel drin. Also nicht wundern, wenn ihr sie jetzt killt und der Schlüssel nicht direkt drin ist und ihr kriegt so eine komische Hand, die könnt ihr öffnen und da ist wiederum der Schlüssel drin. Den zweiten Schlüssel, den wir uns farmen können, bekommen wir von Maldraxxus-Wachen, die hier auch im Gebiet rumstehen. Und zwar seht ihr hier maldraxxische Überläuferin oder malaxische Überläufer in der maskulinen Form. Und diese hier können quasi auch einen Schlüssel droppen. Ihr seht schon, mein Addon zeigt das hier schon ganz schön an. Die Mobs können Schlüssel droppen, haben etwa eine 5%ige Chance. Ne? Muss man ein paar umhauen, dann hat man die relativ schnell. Oder die Alternative ist, hier oben im Haus der Auserwählten, diese Elite-Mobs hier oben droppen die Schlüssel irgendwie viel besser. Ich habe da eine World-Quest mit meinen Twinks gemacht und mit absolut jedem Char habe ich beim ersten Mob den Schlüssel bekommen. Also ich weiß nicht, eventuell farmt man die, wenn die World Quest ist, ist easier als hier die Mobs umzuklopfen. Aber wenn ihr eh schon hier seid, könnt ihr die auch hier einfach töten und bekommt dann dementsprechend die Schlüssel. Für den dritten Schlüssel müssen wir dann an einem bestimmten Ort. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 66, 55. Also ganz unten, nicht hier auf der Treppe, sondern darunter. Und hier müssen wir in eine Kammer rein. Und in dieser Kammer hängt ein Schlüssel an der Wand. Also ihr seht, hier sind wir an der unteren Ebene. Hier drüber ist diese Treppenanlage. Und hier unten rein müssen wir jetzt. Und ja, wenn ihr nicht stealthen könnt, müsst ihr die Mobs umhauen. Hier sind diese maldraktischen Überläufer, also wenn ihr nicht stealthen könnt, dann kriegt ihr wahrscheinlich den einen Schlüssel sowieso nebenbei. Und hier seht ihr, da an der Wand hängt unser Schlüssel, den klicken wir einfach an. Tada, und wir haben dann den dritten Schlüssel. Oh, die haben mich jetzt hier aufgedeckt, jetzt sollte ich schleunigst das Weite suchen. Dann haben wir noch den letzten Schlüssel. Und zwar gibt es den aus einer Kiste raus, Vorratskiste von Helgarde. Und diese Vorratskisten gibt es eigentlich in dem gesamten Gebiet hier oben. Ihr könnt es euch ein bisschen vereinfachen, wenn ihr Handy Node Shadowlands drauf habt. Dann könnt ihr die Hand von Nilgamat anklicken und dann seht ihr auch so ein paar Spots von den Truhen. Die sind aber anscheinend, also ich habe mal auf WoW geguckt, da sind anscheinend noch wesentlich mehr. Ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen gehoppt tatsächlich. Ich habe mich an einen Spot hingehockt, bin ein bisschen Server gehoppt und ich hoffe, da ist jetzt mein Schlüssel drin. Und ja, tatsächlich in der ersten Kiste ist mein Schlüssel drin. Dementsprechend habe ich jetzt alle vier zusammen. Und jetzt können wir, würde ich sagen, zur Truhe gehen. Ich kann euch jetzt mal sagen, wo ich meinen aufgemacht habe. Wir sind hier bei den Koordinaten 67, 55, also auf dieser Treppenanlage. Eben haben wir ja unten den Dings geholt, aber wie gesagt, hier die Kisten gibt es im ganzen Gebiet. Ich würde euch empfehlen, an einen der Spots zu gehen, die euch Handy Node Shadowlands anzeigt und dann ein bisschen zu Server hoppen, weil ich bin jetzt hier ein Weilchen rumgelaufen, das ist immer ein bisschen ätzend mit den ganzen Elite-Mobs. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, da ein bisschen zu hoppen. Oder ihr habt einfach Glück und kriegt ihn direkt. Ja, gar nicht weit weg von der Position, wo wir gerade die Kiste geöffnet haben für den letzten Schlüssel, befindet sich dann auch die Kiste, wo wir dann den Ring rausbekommen. Und zwar ist es hier, jetzt zeige ich euch das mal, auf den Koordinaten 66, 57. Und wir sind hier bei der Treppenanlage und müssen quasi hier so links rüber gehen. Also hier ist die Treppe, dann können wir hier runterspringen. Und da haben wir dann einmal quasi so einen Käfig. Und da müssen wir unsere Ringe jetzt benutzen und die setzen wir jetzt einfach ein. Ich muss mal gucken, die konsumiert es dann auch. Ja, es ist einer weg. Dann Nummer 2, Nummer 3. Okay, ich dachte, ah ja doch, die Schlösser gehen einmal auf. Tada, dann haben wir hier die Kiste. Und zack, wir haben unseren nächsten Siegelring. Den Silberring haben wir jetzt einmal. Dann kommen wir zum dritten Ring und zwar ist das Nilgamats Goldband und das ist eigentlich eine relativ schnelle und einfache Geschichte. Ihr müsst hier nur ein bisschen jumpen. Wir befinden uns einmal hier im Schlund auf den Koordinaten 1939, hier direkt neben der Plattform und jetzt müssen wir hier hoch zu dieser Kiste. Die Geschichte ist, das ist ein bisschen gejumpt, wir können da nicht straight hochlaufen, sondern müssen erstmal uns ein bisschen vorarbeiten, um dann hochzukommen und ich werde euch das jetzt mal kurz zeigen und ich hoffe, ich blamiere mich nicht allzu sehr. Also ihr seht, hier haben wir diese Plattform. Und jetzt fangen wir hier an, quasi, da haben wir dieses hellblaue, türkise Geflecht und da laufen wir jetzt mal entlang langsam und schauen, dass wir da, ich nehme mal die Reisegestalt, ich glaube, das ist ein bisschen besser, die ist ein bisschen kleiner, dass wir da so ein bisschen hochjumpen, oh nee, so nicht, so, okay, da einmal hoch und jetzt müssen wir hier runter und quasi uns darüber hier hochspringen. Dann hier einmal hoch, hier rum. Jetzt laufen wir wieder ein bisschen nach oben. Also ihr seht, das ist ein bisschen serpentinenmäßig. Müssen wir gucken, dass wir da hochkommen.
dann jumpen wir hier drauf, hier hoch, hier rum und dann sind wir eigentlich schon in dem richtigen Posi. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, bis auf den Start habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verkackt, aber ihr seht, das, wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das auch hin. Wir laufen jetzt einfach hier oben, ne? Das Ding geht direkt, erzielt es nach Torgast und ihr seht, hier ist schon das Teil, was wir looten können. Das können wir jetzt hier einfach anklicken und ihr kriegt direkt das Item. Also wir haben hier einmal das Goldband und dann sind wir jetzt schon bei 3 von 5. Also sprich nur noch 2 Dinger und dann können wir unser Mount abholen. So, dann kommen wir zum insgesamt 4. Ring und zwar schimpft sich der Nigalimats Siegelring und für diesen Siegelring müssen wir theoretisch nur einen Rare umboxen. Hört sich einfach an, ist aber ein bisschen komplexer und zwar der eine Rare, den wir töten muss, ist hier Exos Herold der Herrschaft. Diesen Rare gibt es schon seit Anfang an von Shadowlands und zu diesem kommt man über eigentlich 2 Wege hoch. Einmal mit diese Gripple Hooks, da muss man aber bei Venari quasi ja so ein Rezept kaufen, braucht ein bisschen Ruf auch. Oder man benutzt ein Port-Item und zwar habe ich das hier schon im Inventar. Das ist Ruf der Herrschaft und wie wir das uns zusammenbauen, werde ich euch gleich zeigen. Mir wurde gesagt, dass nur wenn man das Ruf der Herrschaft einsetzt, also das ist ein Port-Item, das man hier unten in quasi in der Höhle einsetzen kann, dass man hochgeportet wird, nur dann soll anscheinend der Typ spawnen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, aber holt euch lieber das Item und macht das nicht mit den Gripple Hooks, weil vielleicht ist der Rare dann auch tatsächlich nicht da. So, wie kriegen wir dieses Item zusammen? Und zwar, dieses Item Ruf der Herrschaft gibt es schon seit Anfang an der Expansion und da brauchen wir einfach 3 Items. Und zwar einmal Gravur der Herrschaft Trauer, Gravur der Herrschaft Verlust und Gravur der Herrschaft Schmerz. Zufälligerweise gibt es halt hier Typen, die heißen Konvokation der Trauer, Konvokation des Schmerzes und Konvokation des Verlustes. Diese 3 Rares, die tatsächlich ein bisschen stärker auch sind, droppen diese 3 Items, die man kombinieren kann, um das Port-Item zu kriegen. Jetzt ist das Problem, diese Rares sind nicht ganz so easy, denn ihr braucht insgesamt euch und noch 3 weitere Spieler, also insgesamt 4 Spieler. An den Ecken von den Plattformen stehen Elite-Mobs, die haut ihr um, dann stellt sich jeweils ein Spieler an die, also es sind keine Ecken, es ist ein Kreis, aber es sind halt 4 so Kreise, ne? In dem großen Kreis, da stellt ihr euch rein, drückt einen Extra-Button, den ihr dann bekommt, wenn er drin steht und wenn alle 4 gleichzeitig das Ding channeln, kommt der Rare und das ist bei allen 3 Rares gleich, die klopft ihr um und dann habt ihr die 3 Items, die kombiniert ihr und dann habt ihr das Port-Item. Ich sag mal nochmal die Koordinaten, also der Trauer haben wir bei 24, 21, dann des Schmerzes haben wir bei 28, 12 und des Verlustes haben wir bei 19, 41. Gut, wenn ihr die Sachen eingetütet habt und das Item habt, theoretisch kann das auch einer bei euch aus der Gruppe nur haben, also es muss nicht jeder haben, weil dieses Port-Item, das man jetzt benutzen kann, funktioniert so, dass da alle durchgehen können. Ne? Also wenn da einer quasi das, den Port aufstellt, können da alle durchgehen. So, jetzt ist hier natürlich hier gerade die Necrolord-Invasion und hier steht so ein krasser Elite-Mob. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich nicht auf den Sack krieg. Gehen wir mal lieber in die Bärengestalt. Dann channeln wir das, weil während wir das channeln, können wir tatsächlich nichts machen. Das ist ein bisschen blöd. Und ihr seht, ich werde so einen komischen in die Luft genommen. Also, da solltet ihr schon gucken, dass wenn dann die Mobs hier weg sind oder ihr ein bisschen Support habt. So, hier ist jetzt ein Portal, das ich jetzt nicht anklicken kann, weil der blöde Mob da drauf steht. Wir ziehen den jetzt ein bisschen raus. Ihr seht, hier haben wir das Portal. Das können wir auch im Combat anklicken. Jetzt werden wir hochgeportet. Und hier haben wir jetzt unseren Rare. So, da la. Dieser Rare droppt uns dann den Ring. Übrigens, diese Items, soweit ich noch weiß, für das Port-Item, sind zu 100% gedroppt, ne? Also, da müsst ihr die Rares nur einmal umhauen. Gut, ich werde jetzt den Typen umhauen, das wird ein bisschen dauern. So, Mob ist umgehauen. Kleiner Tipp, wenn ihr das Ganze in der Necrolord-Invasion macht, ne? Die ich ja euch eingangs gezeigt habe für quasi den ersten Ring, dann habt ihr hier auch noch den Extra-Button, wenn ihr die fertig gespielt habt. Ich pull jetzt mal den Mob aus Spaß und zeige euch das. Dann kann man hier diese Mobs rufen und die hauen tatsächlich ganz gut rein. Ich mache jetzt mal nix. Ihr seht, also die klopfen echt ganz gut hier runter. Das habe ich jetzt gerade auch bei dem Mob benutzt. Den packe ich zwar auch easy als Tank alleine, aber dann dauert es halt 5 Jahre, bis ich den töte. Wenn ich die Typen hier als Support habe, ist das natürlich schon ganz nice. Die tanken tatsächlich nicht. Also ihr seht, ich mache überhaupt nichts. Tanken muss ich ihn selber, aber die klopfen das um. Also als Tank ist das eine schöne Sache. Als CD müsst ihr halt wahrscheinlich dann einfach nur ein bisschen defensiv spielen und dann klopfen die euch den Mob um. Oder ihr macht's halt mit einer Gruppe, dann ist es natürlich eh einfacher. Ne? Gut, dann haben wir jetzt 4 Ringe zusammen und dann gucken wir uns noch den letzten an, den ich nämlich hier schon habe. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir da mal rein. So, dann schauen wir uns den letzten Ring an
Und zwar ist das hier das Runenband. Und dieses Runenband bekommen wir nicht, wo ich bin, im Kort her, sondern hier im Schlund auf den Koordinaten 28, 24. So, jetzt fragt sich der eine oder andere, warum befinde ich mich in Kort her? Dieser Rare, der steht da nicht einfach nur rum, sondern er steht auf der gleichen Position wie so ein Named Mob. Wir würden ihn aber nicht sehen, wenn wir normal hinlaufen. Wir müssen nämlich jetzt in die Rissphase. Was ist die Rissphase, fragt ihr euch? Komplett Corsia als auch der Schlund hat quasi zwei Phasen, wo ihr andere Spieler nicht seht, wenn ihr nicht in der gleichen Phase seid, beziehungsweise wo wir auch komplett andere Gegner haben. Und jetzt heißt es, in die Rissphase zu kommen. In die Rissphase gibt es mehrere Wege reinzukommen. Wir haben einmal die Möglichkeit über die Nightfee-Invasion, gibt es ein Item, wo man mit einer Quest in die Rissphase kommt. Das geht aber alles nur temporär und funktioniert auch nicht so gut. Das wird auch gefixt, dass man dann nur noch einen kleinen Bereich gehen kann. Also das lassen wir mal außen vor. Die andere Möglichkeit ist, dass wir einen, so einen Stein haben, reparierter Rissschlüssel, schimpft sich der. Diesen reparierten Rissschlüssel können wir einfach von jedem Rare hier in Corfia theoretisch bekommen. Also die droppen einfach random. Oder wenn wir bei unserer Ruffraktion, und zwar Archivar-Kodex, einen Ruf Rang 4 oder Stufe 4 haben, dann können wir uns die einfach für 100 von diesen Ressourcen kaufen. Ja, wenn ihr noch nicht so weit seid, haut einfach ein paar Rares um, macht Kisten auf, die können da überall rauskommen. So, wir sind jetzt hier bei den Koordinaten 41, 40. Hier ist eine Höhle und da ist immer so ein Rissportal drin. Es gibt ein paar mehr Rissportale. Ich nehme eigentlich immer das in der Höhle, weil das auf jeden Fall immer da ist und das nächste ist. Jetzt gehen wir quasi mit dem Stein bewaffnet in die Höhle und klicken dieses Portal an und tada, wir sind in der Rissphase. Wichtig, wenn ihr sterbt, seid ihr aus der Rissphase raus. Der Stein wird konsumiert, also er ist weg. Ja? Und ihr habt hier nur eine Viertelstunde Zeit. Und wir müssen jetzt quasi einmal runterlaufen auf die andere Seite in dieser Rissphase. Und ihr seht schon, die ganzen normalen Mobs sind alle weg und es sind andere Mobs hier. Ne? Also hier irgendwelche Elite-Dudes, so kleine Viecher und das ist auch im Schlund so. Und es gibt übrigens in dieser Rissphase noch wesentlich mehr Aktivitäten, die man machen kann. Es gibt einige neue Rares, die hier sind. Es gibt verschiedene Kisten, die man aufmachen kann, nicht nur in Corfia, sondern auch im Schlund an sich. Beziehungsweise es gibt auch so ein Zuvaals Vault schimpft sich der, das ist so ein großer, so eine große Kiste, die muss man dann mit Ketten über ewig, also die ist hier überall auf der Map, Ewigkeiten rausschleifen zu Venari. Und wenn man das macht, diesen großen Vault, dann kriegt man unter anderem ein Item. Ich weiß gar nicht, habe ich es? Ah ja, genau. Kombinierter Rissstein. Und zwar kann man dann überall dieses Portal, das ihr gerade gesehen habt, aufstellen. Und mit diesem Item können quasi andere Leute auch dann in diese Rissphase reinkommen. Ja, da müsst ihr die anderen, die brauchen dann auch keinen von diesen Risssteinen. Heißt, wenn einer von euch bei euch in der Gruppe theoretisch dieses Item hat, dann müsst ihr nicht von Corfia komplett, wie ich das jetzt mache, runterlaufen, sondern ihr könnt theoretisch zu dem Rare hingehen, direkt einmal diesen Rissstein stellen. Ihr geht durch das Portal. Ach, ihr ist übrigens der Zuvaals Vault. Ne? Das ist das Teil, was ich gerade gemeint habe. Das kann man dann anklicken und so mitziehen. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Das habe ich heute tatsächlich schon gemacht und meinen Loot abgeholt. Sprich, das werden wir nicht machen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Rare wieder, wenn ich da hingelaufen bin. So, Dalla, ich habe euch das ganze Gelaufe mal erspart. Ich stehe jetzt hier vor dem Rare. Also wie gesagt, wir sind hier auf den Koordinaten 28, 25. Dort ist dann in der Rissphase der Rare. Der hat hier 232k. Der macht so ein bisschen Cleave-Action. Ich habe den heute schon umgehauen. Der droppt nämlich unter anderem auch ein Toy. Den Ring bekommt man eigentlich beim ersten Mal, so wie bei den anderen Rares auch. Also sprich, das ist eigentlich einer der einfachsten, wenn man so ein bisschen weiß, wie das mit der Rissphase hier abläuft. Wie gesagt, wenn einer bei euch aus der Gruppe hier diesen Group-Port hat in die Rissphase, dann kann man den einfach aufstellen. Alle können durchgehen. Wichtig, ich habe das mit meinem zweiten Account letztens falsch gemacht. Derjenige, der quasi das Ding aufstellt, muss als letztes reingehen, weil das Ding verschwindet, sobald derjenige, der es aufgestellt hat, reingeht. Also das solltet ihr so ein bisschen beachten und dann könnt ihr euch dieses Gelaufe, was ich gerade gemacht habe, hier komplett runtersparen. So, wir haben jetzt alle unsere Ringe zusammen, also insgesamt 5 Stück.
Und wenn ihr die eingetütet habt, dann können wir einmal zu dem Hand-Mount gehen, beziehungsweise da ist es noch kein Mount und müssen ihm die Ringe anstecken. Wo sind wir jetzt genau? Jetzt gehe ich mal in die Bärengestalt, weil sterben darf ich hier nämlich nicht, sonst sind wir nämlich aus der Rissphase raus. Wir befinden uns jetzt hier bei den Koordinaten 25, 31, auch noch in der Rissphase, deswegen haben wir den hier als letztes gemacht, weil, ne, der quasi hier direkt daneben ist. Und hier in diese Höhle müssen wir jetzt reingehen, ne, 25, 32. So, also, wir laufen jetzt in die Höhle rein und unten in der Höhle müsste hier in der Ecke unsere Hand sein. Ihr seht schon, eine goldene Hand haben wir da. Und diese goldene Hand hat schon hier die Ringplätze quasi dran. Und jetzt müssen wir einfach die kompletten Ringe anstecken. Und sobald wir alle Ringe angesteckt haben, müssten wir das Mount kriegen. Das machen wir jetzt einmal. Ring Nummer 1. Verschwinden dann auch aus dem Inventar, wie ihr seht. Nummer 2. 3, Nummer 4 und Nummer 5. Zack. Jetzt passiert was. Nicht auf den Extra-Button drücken, sonst fliegt er aus der Rissphase übrigens raus. So, wir kriegen eine Quest. Die können wir annehmen. Und auch direkt wieder abgeben. Und tada, wir haben dann unser schönes Mount. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einmal noch kurz an. Gehen mal hier aus der Höhle raus. Und dann können wir eigentlich die Rissphase auch beenden. Also wenn ihr jetzt den Buff hier wegklickt. Zack, sind wir aus der Rissphase raus. Und jetzt sind wieder andere Mobs da. Und dann lernen wir es einmal. Nigalimats Steuerungsrunenring. Nee, Steuerungsring. So rum heißt es. Okay. So, Dala. Ich würde sagen, das schauen wir uns natürlich jetzt auch. Da haben wir das schicke Ding. Und das ist jetzt einfach eine goldene Version von dem silbernen Mount, was ich euch schon vorgestellt hat aus den Eventkisten. Und ja, schickes Mount auf jeden Fall. Läuft genauso wie das andere, so auf ein paar Fingerchen. Und jetzt machen wir noch das Emote zum Abschluss. Ihr seht hier das Handschütteln. Ich bin immer noch nicht sicher, ob Stein, Schere, Papier oder ob es Würfeln ist, aber es ist halt auf jeden Fall ein lustiges Mount. Es gibt zwar jetzt ein paar verschiedene Farbvarianten, aber noch ist es ein ziemlich einzigartiges Model. Und ja, das ist eigentlich dann soweit der Guide. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann werde ich die gerne beantworten und schaut einfach in die Infobox. Ich werde euch die Koordinaten da einfach mit reinposten. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.